Das Jahr 2015 war für mich, glaube ich, das verrückteste Reporterjahr, was ich bisher erlebt habe. Angefangen mit der Ukraine, dann Griechenland, dann Flüchtlingskatastrophe. Ich glaube, ich war im ganzen Jahr nur 3, 4 Wochen in Berlin, nicht mehr, sonst die ganze Zeit unterwegs, was für mich immer zeigt, dass einfach wahnsinnig viel los war in der Welt. Die Flüchtlingskrise habe ich das erste Mal erlebt, als mir in Deutschland noch niemand glauben wollte, dass es eine Flüchtlingskrise gibt, nämlich im März in Lesbos und danach auf Rhodos. Da gab es die ersten Todesfälle und die Menschen dort, die griechischen Helfer, haben mir gesagt, es ist erst März, es ist erst April, es kommen so wahnsinnig viele Leute, das gab es noch nie. Aber auch wir und alle anderen waren so fokussiert auf die Griechenland-Krise, dass das niemand so richtig wahrgenommen hat zu dem Zeitpunkt. Ich habe Ferhat am Strand von Kos getroffen, morgens früh. Ich bin mit dem Flieger um 5:30 Uhr angekommen, direkt an den Strand gefahren. Und dort stand er noch mit einer Rettungsweste an und seinen Freunden und habe dann lange mit ihnen dort diskutiert, wo sie herkamen. Sie haben mir ihren Weg erzählt, wie der Motor ausfiel, wie sie dachten, dass sie sterben. Und ich dachte mir, das ist eigentlich mehr als nur eine Geschichte. Ich möchte intensiver einsteigen, ich möchte intensiver erleben, was dort wirklich passiert, und habe sie gefragt, ob ich sie begleiten darf auf ihren Weg nach Deutschland. Nach langem Überlegen haben sie dann zugestimmt und wir haben uns auf die Reise gemacht. Und ja, das war sicherlich eine der bewegendsten Geschichten auch für mich, die ich hier erlebt habe. Periscope war insbesondere für diese Flucht wirklich eines der besten Mittel, was man benutzen konnte. Aus mehreren Gründen. Der eine war, dass wir oft die Grenzen illegal eben überquert haben, dort Polizei war, dort Schmuggler waren, und dass man als Journalist mit einer großen Kamera wahrscheinlich aufgefallen wäre und möglicherweise die Flüchtlinge auch verängstigt hätte. Deswegen hat diese kleine Kamera so gut funktioniert, die gar nicht aufgefallen ist und die einfach gesprochen haben und die Szenen eingefangen hat und die wirklich, ja, tatsächlich live dabei war. Und dann ist es so, dass Periscope eben Zuschauer aus der ganzen Welt hatte, und ich am Anfang dieser Reise, glaube ich, 1500 Follower hatte, am Ende 30.000, was bei Periscope eine wirklich große Menge ist. Und auch Ferras hat es sehr geholfen, das Verständnis aufzubauen. Viele Leute haben ihm Fragen gestellt via Periscope. Warum hast du eine Sonnenbrille auf? Kostet die viel Geld? Und er könnte sagen, nein, nein, die habe ich mir in Kos für 2 € gekauft. Also es hat auch dabei geholfen, eben Vorurteile abzubauen. Und es war dann am Ende eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die wirklich jede Etappe neu erzählt hat, die wir dann bei Bild nochmal ganz neu aufbereitet haben in einem längeren Video. Und ich glaube, das hat am Ende diese Geschichte auch so gut gemacht. Und natürlich auch Ferras und seine Freunde, die so offen, so mutig und so authentisch über ihre Flucht gesprochen haben. We spent so many days together, now we are here in Freilassing. It's unbelievable. It's unbelievable. Yeah, it's unbelievable. How happy are you, Mahmoud? Germany, Germany. We are happy. We don't feel cold. You know, we have this energy. We haven't slept since yesterday, and we haven't eaten anything since yesterday when we crossed the borders. You saw us when we was eating, but now we are not hungry or not tired. We don't feel cold. We just want to continue our way to Berlin now. How's it? You want to go to Berlin? Yeah. Really? Berlin. So to my city? Yeah, to your city. Ich habe fast täglich Kontakt zu Ferras. Ihm geht es so lala, denn es hat wirklich lange, lange gedauert, bis er eigentlich einen Termin für sein Asylverfahren bekommen hat, fast 6 Monate. Jetzt hatte er den ersten Termin, was nicht bedeutet, dass er das Asyl schon bekommt. Ihn bedrückt die Frage, wie es seiner Frau geht, die immer noch in Aleppo ist, mit der er Kontakt hält. Er kann kaum schlafen deshalb, weil er dachte, er kann sich schnell hier zu sich nach Deutschland holen, wenn er erstmal da ist, weil er als Flüchtling nur eine Flucht bezahlen konnte. Das war das große Problem.
bei ihnen. Er versucht jetzt Deutsch zu lernen in Kassel. Er ist dort in einer Wohnung und er versucht weiterzukommen. Nur das Problem oder die Frage seiner Frau quält ihn natürlich. Ich habe mit Ferras und seinem Bruder Fadi und seinem Cousin Ubaida Weihnachten gefeiert, habe sie zu mir nach Hause in Aurich aus Friesland eingeladen mit meiner Familie und versuche ihm, soweit es geht, zu helfen. Wundere mich dabei oft, wie chaotisch es in den deutschen Behörden zugeht und wie wenig da am Ende funktioniert. Natürlich, es gibt über 1 Million Flüchtlinge, aber gleichzeitig, dass da oft so viele Dinge schiefgehen, hat mich wirklich überrascht. Ich würde mir die Schlagzeile wünschen, endlich Frieden in Syrien. Ansonsten ganz persönlich vielleicht noch, dass Ferras Asyl bekommen hat, dass er seine Frau herholen durfte. Das sind, glaube ich, so Dinge, die mich persönlich am meisten bewegen würden. Die Situation in der Ukraine verglichen mit 2014 war zu Anfang des Jahres noch mal wesentlich intensiver, wesentlich gefährlicher, brenzliger. Es gab die Schlacht um Debaltseve, der eingekesselte Ort in der Ostukraine. Und es wurde noch viel deutlicher, wie sehr Russland involviert war in diesem Konflikt, wie Russland massiv Waffen in die Ostukraine gebracht hat, massiv auch Kämpfer, was hinterher bewiesen wurde, dass das eben russische Soldaten waren. Das war von der Beweiskraft intensiver, als es vorher war. Und es zeigte einmal mehr, dass die Ukraine nichts dagegen tun konnte, dann verzweifelt um Waffenhilfe gebeten hat, am Ende aber einen Frieden von Minsk geschlossen hat, der nicht wirklich ein Frieden war. Und dann die Kämpfe auch in den darauffolgenden Wochen und Monaten weitergingen, nur keiner mehr so richtig auf die Ukraine danach zumindest geschaut hat. Eine der bewegendsten und berührendsten Szenen, die ich in der Ostukraine in dem Krieg erlebt habe im Februar. Wir kamen gerade von der Frontlinie in Debaltseve, wo die Soldaten eingeschlossen waren, ungefähr 30 Kilometer davon entfernt saßen im Café. Dann gab es einen Raketeneinschlag in dieser Stadt, ja, die eigentlich weit genug weg war von der Front und nur 500 Meter von uns entfernt, wurde ein Junge, Yegor, 7 Jahre alt, von einer Rakete getroffen, direkt in Blickweite. Und wir sind dann dahin gerannt und haben dann die Mutter gesehen, wie sie geschrien hat. Das war für mich so ein Sinnbild dafür, für diesen wahnsinnig unsinnigen und sinnlosen Krieg. Und Yegor, der nur 7 Jahre alt wurde, ein Opfer von vielen unschuldigen Opfern in der Ukraine. Die Ukraine ist definitiv ein pro-europäisches Land geworden durch die Revolution. Also viele Leute glauben immer noch an die Ideale, sind aber andererseits enttäuscht, dass es nicht schnell genug geht, dass auch ihr Präsident Petro Poroschenko die Reformen nicht schnell genug umsetzt. Und gleichzeitig ein Land, das natürlich von dem Krieg immer noch dominiert wird, ein geteiltes Land. Du hast die Ostukraine, die eben teilweise dominiert wird von Separatisten und auf der anderen Seite die Ukraine um Präsident Poroschenko. Man muss ganz klar sagen, die Situation vor allem für arme Menschen ist nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Die Inflation ist hoch, die Wirtschaft ist am Boden. Also es muss wahnsinnig viel passieren in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, damit da die Frustration nicht noch größer wird und die Menschen möglicherweise wieder auf die Straße gehen.